Die rote Ecke aus Tschechien. Miloš Peronek. Der IBO darf sie bitten, sich von ihren Plätzen zu erheben für die Nationalhymnen beider Boxer. Zuerst für unseren Gast aus Tschechien. Nationalhymne für Deutschland.
Dankeschön. Und die Aufsicht über diesen WM-Titelkampf hat die IBO, die International Boxing Organization, vertreten durch Supervisor André van Grotenpol, Belgien. Die drei Punktrichter aus Deutschland, Uwe Lorch, aus Spanien, Agapito Gomez und aus Belgien, Jean-Pierre van Imschot. Ertönt die Glocke im Ring, hat noch einmal das Sagen, unser Ringrichter Frank Michael Maas. Und das sind die Details zu beiden Boxern. Der Gast in der roten Ecke, er ist 20 Jahre alt, 1,79 groß, gewogen mit 69,05 Kilogramm. Profi seit 2021, bisher ungeschlagen. 8 Kämpfe, 8 Siege, 3 Bänder vorzeitig durch Knockout. In seiner Ecke sein Trainer, Miloš Kubina. Aus Brno, Tschechien, Miloš Baranek. Sein Gewinner Blaunicke, 24 Jahre alt, 1,78 groß, gewogen mit 67,65 Kilogramm. Profi seit 2021 und ebenfalls ungeschlagen. 8 Kämpfe, 8 Siege, 3 Bänder durch Knockout. In seiner Ecke sind Trainer Eugen Mamberger vom Team Uppercut Gießen. Und für diesen Titelkampf heißt es Rückkehr zur ersten Runde. Unser Main Event, die IBO Junioren-Weltmeisterschaft im Superweltergewicht. Miloš Baranek, Artur Mamberger. Zwei bisher ungeschlagene Profis, jeweils 8 Kämpfe, 8 Siege. Fans von Mamberger sind diesen doch eher kleineren Weg von Gießen hier nach Darmstadt gekommen. Lassen Sie es mal um die 100 Kilometer sein. Ah, Mamberger ist sofort da. Schauen, ob hier Ringrichter Frank Michael Maas aus Deutschland genauso viel Arbeit hat, wie es Uwe Lorch vorhin hatte bei unserem ersten IBO-Titelkampf. Ui, Mamberger kommt durch und da wackelt Baranek. Da hat Baranek für einen Moment gewackelt gegen Ende dieser ersten Runde. Sehr gut abgekontert von Mamberger. Yeah, that's good.
aus dem Ring. An der Ringfront zur zweiten Runde, Round 2. Wieder kommt Mamberger durch. Der baut das hier grandios auf. Und es scheint, als hätte Berenek jetzt schon ein paar Probleme, muss klammern, wird dafür auch vom Ringrichter Frank-Michael Maas ermahnt. Zumindest nicht mal. Ja, ermahnt. Der Warnung wäre ja schon ein Punkt dazu. Ja, ein bisschen Kopf aufpassen, Berenek. Die rechte war drin von Mamberger. Der Junge macht das so gut. Schaut sich den Gegner an, die kurzen, knappen Schläge. Ordentlich Dampf dahinter. Trotzdem, man sollte auch einen Miloš Berenek nicht unterschätzen. Aber gerade in einem solchen Kampf zeigt sich, wie gut eine 8:0-Bilanz eigentlich ist. Ja, gegen wen hat man die Siege geholt? Das stellt sich halt die Frage, wenn man auf einen trifft, der den gleichen Fight-Record hat. Jetzt wieder. Thank you.
Mamberger macht es da schon wesentlich geschickter. Hat eine gute Doppeldeckung, steht stabil. Weiß es, die Distanz zu seinem Gegner bestens einzuschätzen. Und da ist der Mundschutz draußen von Beranek. Der Mundschutz draußen, also das ist schon mal eine Ermahnung. Da darf er sich auch nicht mehr so viel davon erlauben. Da wird er runtergedrückt von Mamberger, da muss er ein bisschen aufpassen, der junge Boxer aus Gießen, aber alles okay. Ja, kaum wird die neue Runde angekündigt, dann sind die Fans von Mamberger auch schon wieder da. Unglaublich, diese Stimmung hier in der Heinz-Reinhardt-Halle bei der zweiten bei der IBO Champions Night. Ach, unglaublich. Ich glaube, das wird jetzt einer der wenigen, oder wirklich ein guter Jahresabschluss mit tollen Kämpfen, die wir heute erlebt haben. Und wir sind jetzt gerade noch beim Flashback-Kicksen noch mit dabei. Weiter Dampf. Ja.
da stand Mamberger mit seinem linken Bein auf dem rechten Fuß von Berdanek. Wie gesagt, das ist nun mal so, wenn man hier unterschiedlich steht, dass man da auch schon mal auf den Fuß vom anderen drauf tritt. Mahnt Arthur Mamberger vom Ringrichter Frank Michael Maas. Nicht draufdrücken auf den Kopf und nach Stopp keine Aktion mehr. Ja, ist ja auch ganz schön laut in der Halle hier. Ja, kommt da mit der Linke nochmal durch, Berandek. Ende der vierten Runde. Auch Nummern-Girls leben gefährlich, wie man hier gerade sieht. Voller Einsatz vom Ringrichter. Wieder aus dem Ring und ringfrei zur fünften Runde, Round 5. Schlägt Berdanek nach, dass, naja, wenn der Ringrichter daneben steht, keine gute Idee. Weil wenn der Kampf geht, dann ist es natürlich auch eine Frage des Willens, der Füße. Wie gut ist die Vorbereitung gelaufen, wie gut konnte man Kondition aufbauen? Wenn man weiß, der Kampf ist auf 10 Runden angesetzt, dann weiß man auch, dass man 10 Runden marschieren sollte. Da bringt es nichts, nach der 6. zu sagen, oh, ja, ich habe gedacht, ich mache bis zur 6., aber irgendwie hat es nicht geklappt, der Gegner ist nicht gefallen. Das ist dann keine professionelle Vorbereitung. Aber bisher zeigen sich beide wirklich in sehr guten Verfassung hier. Auch Berdanek hat jetzt so ein bisschen mehr Anschein, als wenn er seine kleine Schwächephase, wo Mamberger ziemlich hart zugesetzt hat. Überwunden hat. Berdanek ist unten, Mambergers Faust voll im Ziel und Berdanek muss sich schon am Seil heben. Ja, wird aber da kommt nochmal freigeben, aber trotzdem
Da hat Mamberger richtig zugelangt. Aber die Runde ist auch schon gleich wieder vorbei. Ende der fünften Runde. Was für eine fünfte Runde, was für ein Finish in dieser Runde. Mamberger mit dem ersten Niederschlag. Und der Gießener zeigte sich schon bei der Waage und auch heute so relaxed, so entspannt wirkte er nach außen, als wenn ihm da auch nichts, aber auch gar nichts aus der Bahn bringen könnte. Die Körpertreffer von Mamberger, sie schlagen ein an die Seite. Die rechte Seite von Beranek, die ist schon richtig gut gerötet. Das wird er vor allen Dingen morgen merken. Bis jetzt, es läuft wie am Schnürchen für Mamberger. Er macht taktisch einfach alles richtig, was in seine Ecke mit auf den Weg geht. Zumindest wirkt es für uns so nach außen. Ja, und dann... Er geht zum Kopf rein, schlägt die harte Linke zum Körper und nochmal Abschlusskopf. Drei starke Hände von Mamberger. Die Stimmung kocht immer weiter. Unglaublich. Was für eine Leistung hier von Arthur Mamberger. Thank you.
Qual zur siebten Runde, Round 7. So, wir gehen in die siebte Runde in diesem IBO Junioren WM-Titelkampf im Superweltergewicht zwischen Miloš Beranek aus Tschechien mit den rot-weißen Hosen und seinem Kontrahenten Arthur Mamberger in den weißen Hosen. Und was soll man schon sagen? Mamberger macht hier, ich weiß nicht, ob man schon sagen kann, dass es der Kampf seines Lebens ist, aber ich glaube, das ist der Kampf seiner bisherigen Laufbahn. Sein neunter Profi-Fight, es geht um die Junioren-WM. Und diesem Ziel hat er so viel untergeordnet. Und eine harte, harte Zeit der Entbehrung hinter sich gehabt. Jetzt tritt Beranek Mamberger mal auf den Fuß. Mamberger kann sich jetzt auch ein Stückchen zurücknehmen. Er weiß genau, dass er in Führung liegt. Und ich denke, da sollte es auch keine zwei Meinungen geben. Mamberger führt hier deutlich. Aber er muss natürlich auch gucken, dass er sich nicht zu einer Aktion hinreißen lässt, aber ein bisschen leichtsinnig wird, ein bisschen übermütig, weil er weiß, ich führe ja. Ich sehe zwar momentan nicht, dass Beranek ihm irgendwo gefährlich werden kann, aber man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Die siebte Runde neigt sich so langsam sicher dem Ende zu. Boah, die Rechte schön drin gewesen. Konnte er leider nicht mehr genug Druck und Dampf dahinter bringen, Arthur Mamberger. Teuer bitte aus dem Ring. Ring frei zur achten Runde. Round 8. So, drei Kämpfe haben wir noch. Drei Runden, pardon. Natürlich nicht mehr drei Kämpfe. Drei Runden haben wir noch in diesem Duell. Und ja. Wie schon beim Kampf von Dennis Doughty, den wir vorhin gesehen haben, muss ich auch hier sagen, ich sehe mittlerweile nicht mehr die Mittel, die Beranek hat, um Mamberger gefährlich zu werden. Heißt jetzt nicht, dass Beranek ein schlechter Boxer ist. Das auf gar keinen Fall. Aber wenn man merkt, okay, Plan A funktioniert nicht, dann muss man immer einen Plan B haben. Und da sehe ich nicht, dass er Tscheche das hat.
die Linke wieder drin von Bamberger. Er macht das bei Nachbelieben. Was hier so einfach und spielerisch aussieht, was der Giesener macht, das ist hartes Training und ganz hartes Training. Also das ist schon richtig, da muss man wirklich hochkonzentriert sein. Man muss auch wirklich sagen, ja, ich will das. Nicht nur so ein bisschen, entweder richtig oder gar nicht. Das ist schon wirklich eine ganz harte Nuss. Die Rechte war drin. Aber irgendwie, also die Schlaghärte beim Bamberger scheint auch ein bisschen raus zu sein. Ist aber wohl auch nicht so wild. Nein, das erführt ja der Giesener. Natürlich ist ein Knockout immer schön, wenn man erzielen kann. Dann ist auch spät schön, wenn er in den Championship Rounds in den letzten Runden kommt. Aber nur, dass man einen Knockout hat. Nein, also das braucht es jetzt wirklich nicht. Nochmal. Ende der achten Runde. Ja, da kann man auch schon mal das Kommentatorenmikro mit dem Hallenmikro verwechseln. Die Linke von Bamberger war nochmal richtig gut da. Zwei Runden. Zwei Runden haben wir noch. Betreuer bitte aus dem Ring und ringfrei zur neunten Runde, Round 9. Also die vorletzte Runde im Kampf um die IBO Junjon WM im Superweltergewicht. Fight 24 zu Gast auf der IBO Champions Night in der Heinz-Reinhardt-Halle von Darmstadt. Steckt Bamberger ein bisschen nach. Vielleicht auch nur, weil man auch möchte, dass man auseinander geht. Beranek versucht es nochmal, ein paar gute Treffer ins Ziel zu bringen, aber also wenn er Bamberger nicht K.O. schlägt, dann wird es hier nichts mehr mit dem WM-Titel, der nach Tschechien geht, sondern geht er ganz klar ans Team Uppercut in Gießen.
beide halten. Ja, das will man jetzt nicht sehen. Aber hey, dafür haben wir jetzt knappe 9 Runden schon tolles Boxen hier im Main Event der IBO Champions Night geboten bekommen. Nicht so verbissen wie unser erster Titelkampf, aber trotzdem spannend. Aber hier muss man einfach sagen, dass Mamberger eine Klasse für sich ist. Frei zur 10. und letzten Runde. Round 10. Die 10. und letzte Runde. 3 Minuten nochmal. 3 Minuten nochmal alles aus sich rauszuholen. Zumindest zu versuchen. Wenn es jetzt ein knapper Kampf wäre, würde ich sagen, 3 Minuten nochmal Gas geben, um auch die Punktrichter von sich zu überzeugen. Aber ich glaube, das wird hier in diesem Kampf nicht mehr nötig sein. Zu deutlich wird der Vorsprung von Arthur Mamberger sein. Die letzten 2 Minuten, die 2 Minuten, die Arthur Mamberger, da bin ich mir sicher, vom Gewinn der IBO Junioren-Weltmeisterschaft trennen. Da ist der Mundschuss draußen von Beranek wieder zum wiederholten Male. Ja, jetzt kriegt er auch nochmal von Frank Michael Maas gesagt. Sekunden jetzt noch. Beide gehen jetzt hier nicht mehr das allergrößte Risiko, ist aber auch verständlich. Gut, von Beranek hätte man vielleicht erwarten können, dass er dieses Alles-oder-Nichts-Spiel macht. Hat sich für die andere Variante entschieden, dann lieber als sicherer Verlierer nach Hause zu fahren. Ist aber auch nicht schlimm, hat auch eine großartige Leistung gezeigt.
Und die Punktrichter haben einmal mehr das letzte Wort. Ende des Kampfes. Wir schauen nach Abschluss der 10 Runden auf die Wertung der Punktrichter. Punktrichter Uwe Leuch wertet den Kampf 97 zu 92. Jean-Pierre Van Himschau wertet den Kampf 98 zu 91. Und Abito Gomez Alvarez wertet er 100 zu 89. Für den neuen IBO Junior Weltmeister. Zu Gast auf der IBO Champions League, gerade eben zu Ende gegangen, der Main Event. Und ich glaube, erschöpft, aber doch erleichtert, der neue IBO Junioren-Weltmeister Arthur Mamberger. Arthur, Wahnsinn, die Fans. Herzlichen Glückwunsch zum Kampf. Wenn man jetzt so kurz nach der Urteilsverkündung schon Worte finden kann, wie hast du den Kampf erlebt? Also ich muss sagen, das war ein sehr guter Mann. Der hat mir einen sehr guten Kampf gebietet. Auf jeden Fall war ein hartes Stück Arbeit. Habe ich mir anders vorgestellt, aber da sieht man, man darf niemals den Gegner unterschätzen. Man muss immer voll konzentriert reingehen, denn ein Schlag kann auch alles entscheiden. Man kann den ganzen Kampf führen, aber am Ende kann man wegen einem Schlag alles verlieren. Deswegen immer konzentriert bleiben. Ganz genau. Gerade in der 5. Runde, da hattest du ihn unten, da hatte man so das Gefühl, das könnte jetzt vielleicht doch vorzeitig gehen.
Aber du bist ruhig geblieben, du hast es nicht mit der Brechstange gemacht. War das auch so der Plan, den dir deine Ecke mitgegeben hat? Ja, genau, das war der Plan auch gewesen, weil ich habe es von der Ecke gesagt bekommen, wenn er mal runtergeht, soll ich nicht direkt alles auspacken, weil ich sonst alles verpulver und vielleicht dann für die späteren Runden, dadurch, dass es auch das erste Mal war, dass ich 10 Runden geboxt habe, dass ich dann halt auch diese 10 Runden durchhalten kann und nicht über Pace und meine ganze Kraft verpulver. Dein Vater war gestern und vorhin sowas von cool. Zumindest hat er so cool gewirkt. Jetzt mal ehrlich, wie aufgeregt war er denn wirklich? Also zuallererst, das ist mein Onkel, der Bruder von meiner Mutter. Aber nicht schlimm, das denken viele. Auf jeden Fall, ich muss sagen, mein Trainer Eugen und mein Onkel, der ist immer nervöser als ich. Aber da hat er auch recht, weil ich bin derjenige, der das Adrenalin im Kampf dann verarbeitet und er kann es halt nicht verarbeiten, er kann sich nur reindenken und rausdenken und das alles und die Kämpfe studieren von meinen Gegnern. Aber ist auch zu Recht, dass er immer nervöser ist wie ich, weil, nun ja, was soll ich noch dazu sagen? Ist halt so. Das Fettnäpfchen gedreht, okay, ich werde es mal hinter den Löffel schreiben. Jetzt erstmal verständlicherweise mit den Fans feiern, Weihnachten ein bisschen genießen. Trotzdem, was können wir 2023 von dir erwarten, was dürfen wir erwarten? Gute Frage, also ich will mir erstmal nicht so viel vornehmen, ich lasse mich so ein bisschen überraschen. Ich hoffe, es geht in der Rangliste noch ein bisschen weiter hoch und das ist eigentlich mein Ziel. Erstmal die Rangliste ein bisschen hochkommen und dann mal sehen, was noch so kommt. Also ich will mir da nicht so große Ziele setzen, ich denke mal, das wird schon von alleine irgendwie kommen. Wir sagen nochmal vom Fight24-Team herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch. Der neue IBO-Junioren-Weltmeister Arthur Mamberger!